Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Wir sind unterwegs zum Dorfältesten, der da auch schon steht. Aber ich würde vorher gerne einen Blick auf das Anschlagsbrett. Hoch. Ja, Hauptsache. Auftrag Monster aus dem Sumpf. Wer es lesens kündig ist, der lese dies hier gründlich durch. Haust eine Bestie, die Menschen frisst und tödlichen Nebel absorbiert. Absondert. Ja, du scheidest schon mal aus. Ja. Wer ein Schwert zu führen weiß, ja, das klingt nach uns Rattenfängern dagegen. Ah ne, das ist eine Anzeige, dass ein Rattenfänger da ist. Sintrische Wandteppiche. Hm. Kirschner sucht Arbeit. Töpfe und Keramik. So, haben wir denn... Das ist keine Hexerarbeit. Neue Markierung, nicht erkundeter Ort. Ja, irgendwie sowas. Ja, die sollen ganz praktisch sein. Und ich habe gehört, wenn man dahin geht, ja, und die Sachen sagt und verkauft, wird man reich. Ach ja. Ja, und wir sind ja arm. Das stimmt. Wir sind ziemlich arm. So, dann reden wir aber erstmal mit ihm. Auch eine stabile Frisur, ne? Ja, natürlich. So eine mache ich mir auch, aber dafür habe ich zu wenig Haare. Hallo. Was bedrückt dich? Schönes Dorf. Ja. Eine Perle der Sümpfe. Wenn du meinst. Und? Kommt ihr zurecht? Tja, irgendwie schaffen wir es von Winter zu Winter. Kennst du diesen Dolch? Ja, Meister. Wusste nicht, dass du zu ihm gehörst. Gut, dass wir uns verstehen. Ich gehöre zu niemandem. Bin geschäftlich hier und will es rasch erledigen. Aha. So ist das also. Ich soll euer Problem lösen. Sag mir, worum es geht. Nur das Wichtigste. Der Krieg hat eine uralte böse Macht geweckt, die sich vom Blutvergießen nährt. Unsere Tage und Nächte sind Albträume. Die Leute gehen im Schlaf fort und kehren nicht mehr zurück. Sie liegen alle unter dem Baum beim Flüsterhügel, unbegraben. Väter, Söhne, Mütter, Töchter. Die Leute haben Angst, sie anzurühren. Dort musst du hin, den finsteren Mächten Einhalt gebieten. Ich brauche mehr Details. Du musst es selbst sehen. Meine Uroma hat mich dafür verdroschen, dass ich beim Flüsterhügel war. Aber was dort jetzt geschieht, ist ein Wunder. Ein paar Leute sind hin, um die Bäume zu fällen und den verfluchten Boden wieder urbar zu machen. Sie sind nicht zurückgekommen. Der Boden unter den Büschen ist weiß von Menschenknochen. Die Herrinnen des Waldes kennen diese Macht nicht? Sie wissen alles. Die alte Thekla meinte, sie bestrafen uns, weil wir sie nicht mehr respektieren. Manche nennen sie sogar Hexen. Aber sie können es nicht sein. Sie haben ja dich geschickt. Ich sehe mich mal beim Flüsterhügel um. Sei vorsichtig, Meister Hexer. Unterschätzt dieses Böse nicht. Meister Hexer? Natürlich nicht. So, wir meditieren. Denn das Böse bekämpfen am besten am Tage. Ja, wir haben Angst im Dunkeln. Also ich zumindest. Ja, ich hätte auch Angst im Dunkeln mit der Trunkenen und sonst was. Ich meine hier, ich hätte auch tagsüber Angst mit der Trunken. Das Schlimmste, was dir hier nachts begegnet, sind Waschbären. Und Geist. Langsamer. Ja, natürlich. Ja, erzähl das den Leuten, die heimgesucht werden, dass das nicht schlimm wäre. So, dann bekämpfen wir erstmal diese Banditen hier. Stören nämlich. Sind sie denn noch hier? Vielleicht haben die sich ja verzogen. Banditen schlafen ja meist tagsüber. Naja, egal. Nutzen wir eh den Weg. Ja, wenn sie nicht kommen, dann sind sie halt nicht da, ne? Zum Flüsterhügel zu gelangen. Jetzt bin ich mal gespannt, was da ist. Hoffentlich kann es einfach töten mit dem Dolch. Hoffentlich ist kein Werwolf. Ja. Oh. Das wäre... Aber was? Ach, jetzt tötet doch nicht den armen Wolf. Oh Gott. Ja, die müssen wir jetzt töten. Waren zu nah. Wir können auch wegreiten.
Nein, wir müssen hier gerade untersuchen. Oh, ein Borg! Oh, was für Fallen. Tja, wer hoch sitzt, der fällt schief. Oh, der hat aber ordentlich kassiert durch den Schwert. So, ich muss sagen, Hilfe. Laufen ja eigentlich auch ganz ordentlich. Arme Wölfe, dabei kommen wir doch aus der Wolfsschule. Ja, das... boah, wie der das weiß, ey. Ich bin ja quasi einer von ihnen. Ja, er hat ja auch so ein Wolfsamulett. Also das ist ja was, was man permanent da oben links sieht. Ja, weil jetzt ziehe ich mein Wolfsamulett an. Ja, ich bitte darum. Immer wenn irgendwas Seltsames da ist, musst du sagen, oh, mein Wolfsamulett vibriert. Ja. Magie muss in der Nähe sein. So, jetzt brauchen wir aber irgendwie Heilung. Ja, ist doch was. Haben wir nicht Wolfsleber bekommen? Ja, stimmt schon. Und ich wollte ja sowas aufheben. Da, die ganze Essen da. Hm? Ja, besser als nix. Ja, ich wollte jetzt nur nicht beide essen, ja. Weil wer weiß, wie sich das verhält. Ja, das ist richtig. Langsam. Beide können wir noch essen, dann sind wir voll mit Leber. Langsam. Schneller. Sitze, dann ist rohe Leber. Also Hexer sind. Mach langsam. Und komm nicht näher. Ich weiß, woher du kommst. Na, jetzt weiß ich auch, warum das hier Flüsterhügel heißt. Das stimmt, das erklärt einiges. Ich dachte, es wäre so mehr im übertragenen Sinne gemeint. Die Mächte, die mich schützen, spüren, woher du kommst. Stellt sich raus, der flüstert wirklich, der Hügel. Meinst du, sitzt im Baum? Ich weiß nicht, aber irgendwas ist hier. Da unten. Hört sich drastisch verkleinert, der. Suchkreis. Nein, also nicht getroffen. Zwar, wir hatten aber am Anfang das Besucherfeld. Ich eigentlich Monster erwartet hatte. Wölfe sind Monster. Und Tierform. Ja. Aber sie haben keine Chance gegen das größte Monster. Mutierte Menschen. Na. Ja, der hängt glaube ich in den Baum, oder? Ne, der läuft hier im Kreis, der will nur spielen. Ne, der täuscht nur Dummheit vor. Es wäre halt noch sehr viel befriedigender, wenn die auch ordentlich Erfahrung bringen würden. Ja, das wurde aber geändert. Weil es ja Auto-Respawn gibt jetzt. Mit der Open World ist das ja auch notwendig. Ja, so stimmt sonst. Ist sie ja irgendwann entvölkert, was ja unrealistisch ist, wenn er hier... Naja, wenn alle Wölfe tötet, sind alle Wölfe tot. In Alaska bei 10 Quadratkilometern alle Wölfe ausrottest, dann ziehen sich da neue hin. Das stimmt. Komm schon. Viele Wölfe. Kannst ja nicht hier in dieser gesamten bekannten Welt der Menschheit alle Wölfe ausrotten als einzelner Mensch. Wenn man das will? Ja, wenn man das will, geht das schon, aber das ist ja... Wir legen es ja nicht darauf an. Wahrhaftig nicht. Ich habe ja im Prinzip auch nichts gegen Wölfe. Ah, die greifen uns ja an hier. Aber in echt sollen die ja relativ scheu sein. Was ist ja jetzt? Sollen sein, sind sie. Ja. Sagt man. Damit die Leute keine Angst bekommen. Ich glaube ja, diese Märchen haben schon einen wahren Kern. Da ist ja der Wolf nie der Gute. Also hier ist offensichtlich nichts, aber hier wird eine Höhle auf dem Radar angezeigt. Wenn das war... Oh, das war ein besonderer Ort, gleich daneben. Und wir nehmen mal wieder so eine Katze. Ja, aber eigentlich sollte es ja hell sein, ist doch mitten am Tag. Ja, aber es stürmt ziemlich, oder? Das ist wahr. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Ein Kind? Grundgütiger. Wow. Ja, ist doch... Geralt lässt das kalt.
Geralt hat keine Gefühle. Die wurden wegmutiert. Das ist wahrscheinlich von unten dran, oder? Ja, aber ich komme jetzt keine Erscheinung bei diesem Ort der Macht. Da muss man hier hoch. Ja. Geh fort! Geh fort! Geh fort! Die Mächte beugen sich nicht. So, was macht das jetzt? Ja, wir ziehen jetzt Kraft daraus. Wir kriegen wahrscheinlich gleich einen Buff. Oh, halt. Hätten wir mal gehalten. Ein Fertigkeitspunkt. Aha. Auch nicht schlecht. Viel besser als ein doofer Buff. Ja, auf lange Sicht schon. Da. Dann mach da rein. Okay. Oh. Das ist gut. Wir sollten jetzt die Orte der Macht vermehrt aufsuchen, wenn einer in der Nähe ist. Ich glaube, das hat uns am Anfang und unser Igni-Zeichen wurde verbessert, aber nur für 30 Minuten. Oh, ein Werwolf. Oh Gott, nein. Geh schnell in die Höhle. Ja. Kann uns mal der Werwolf. Ah nein, das ist bestimmt die Werwolf-Höhle. Der andere hat auch in der Höhle gewohnt. Oh Gott. Was? Ach. Die Äste bewegen sich. Kann das wegbrennen? Ich glaube nicht, denn hier ist so ein ganz neckischer Teich. Ja, dann taucht er mal so ganz vorsichtig durch, ja. Ja. Du brauchst eigentlich gar nicht tauchen, oder? Ja, aber wenn es die Funktion gibt, dann nutzen wir die auch. Oh! Quenel! Doppler-Absud. Aber wir haben hier so eine Eisenrüstung bekommen. Wie die ist besser als die wir anhaben. Nee, die ist ziemlich viel. Es ist auch keine Eisenrüstung. Sag nur, das ist so eine bayerische Rüstung. Guck dir die mal an. Ja, ja, das zieht sich an, wenn wir aufs Oktoberfest gehen. Wenn es denn hier sowas gibt. Ich dachte, Geralt sieht den Dürnt in. Oh Gott, nein. Jawohl, vielleicht steht sie mir. Möglich. Von den Bauchmuskeln. Was willst du hier? Wozu das Blut vergießen? Bringst du mir den Tod? Oder ist meine Freiheit dein Wunsch? Ich sah Frauen und sogar Kinder tot auf diesem Hügel liegen. Wollten auch sie dich vernichten? Vor der Natur, dem Wald, der Erde ist Tod gleich Tod. Sind alle Tode gleich. Ich weine, ich jammere. Niemand hört mich. Also wir halten fest, das Ding hat schon mal Leute getötet. Das klassifiziert es schon mal als tötungswürdig. Wir haben auch Leute getötet. Ja, aber jetzt schauen wir mal, ob wir denn es heilen können. Wir müssen das natürlich auch differenziert betrachten. Wir töten Leute, weil sie uns angreifen. Ja, natürlich. Aber die Leute wollten das Ding ja auch töten. Das hat ja auch nur in Selbstverteidigung gehandelt. Ja. Wer bist du? Ich verließ meinen Kreis. Ich schützte das Gleichgewicht. Die Momen töteten mich, verfluchten meinen Geist. Ich habe noch nie von einem Druidenkreis in Velen gehört. Ich wandere ewig durch ein Labyrinth von Zweigen, rutsche hilflos über Blätter. Dann kennst du die Momen wohl gut. Sie sind Velens Fluch. Durch abgeschnittene Ohren hören sie alles. Sie verweben Haare und Leben. Ihre Macht erhalten sie von einer Brühe aus Menschenfleisch. Warum haben sie dich getötet? Die Momen wollen dieses Land haben und allein im Wald herrschen. Ich war ihnen im Weg, musste also sterben.
Ich wurde angegriffen. Dies ist mein Gefängnis. Eine belagerte Festung. Ich warte auf Mörder. Und mein Wald beschützt mich. Mörder? Mörderschwestern töteten meinen Leib, jagen meine Seele, da ich ihnen trotze. Also ist das hier so eine Gegengewalt gegen die Mumen, die wir hier haben? Vielleicht können wir sie ja befreien. Damit die Mumen hier nicht das Land übernehmen. Ja, vielleicht sind die Mumen ja gar nicht so schlecht. Ja. Nur weil dann so ein Ding da unter der Erde erzählt, dass eine Druidin oder... Ja, Druidin hört sich sehr weiblich an. Naja, wollen wir mal schauen. Du sagst, du seist gefangen. Wie das? Ich bin gebunden mit magischen Fesseln. Ich wandere endlos. Ein Blätterlabyrinth. Die Kinder. Ich weiß alles, was sie erwartet. Bitte befreie mich. Ich muss helfen. Wenn den Weisen etwas droht, helfe ich ihnen selbst. Die Kinder sind schon fort. Bitte befreie mich. Ich kann ein Sturm sein, ein wilder Galopp. Ich rette sie. Nur ich kann es. Ja, ne? Gut, dass Hexen Kinder fressen, ist allgemein bekannt. Das... Ja, ich glaube auch diesem Wesen hier. Sieht sehr vertrauenswürdig aus mit diesen Stacheln. Die Frage ist, die man sich stellen sollte, würde ich von meinem Gegenüber einen Gebrauchtwagen kaufen? Ne, wir helfen ihr. Na gut. Abgemacht. Ich helfe dir. Seit Jahren gefangen. Jetzt werde ich frei sein. Löse meine Fesseln. Blut ist mein Entkommen. Es braucht ein Ritual. Das Schwarz von Rabenfedern. Das Weiß meiner Knochen. Und ein schnelles Ross. Eine Stute wild und frei. Von einer Wiese muss sie sein. Dunkel wie eines bodenlosen Brunnens Tiefe. Schwarz wie die Nacht selbst. Nur so ein Tier. Sammle diese Dinge und bring sie mir. Wozu brauchen wir ein schwarzes Pferd? Das Tier und ich werden eins. Wie einst. Wir sind der Sturm. Nichts kann uns halten. Ein wildes Ross von feuchten Wiesen. Wo finde ich deine Überreste? Meine Knochen liegen in einem einsamen Hügelgrab. Nicht weit, gen Westen. Ich habe die Rabenfedern. Finde meine Überreste und bring mir ein Ross. Ein Ross, schnell wie der Wind. Ein schwarzes Pferd, aus Sturm geboren. Ich hole alles, was du verlangst. Dann komme ich wieder. Kehr zurück. Zu den Tiefen des Hügels. Zum verrotteten Herz des Baums. Durchstich mein Herz. Lass Blut fließen. Um aufzuerstehen, muss ich erst verschlungen werden. Geh jetzt. Kehre durch den Gang zurück, den ich geöffnet habe. Gut, ein Drittel der Sachen haben wir schon. Ja, und die Überreste werden wahrscheinlich auch nicht schwer zu finden sein. Und das Pferd, ich weiß nicht. Ja, das Pferd ist natürlich... Können wir einfach Blödsinn nehmen, welche Farbe hatten die? Die ist aber nicht wild, ne? Ja, wo finden wir denn ein Wildpferd? So Westen. Das Ding heißt übrigens Nidelwürr. So, Norden ist sogar eingezeichnet auf der Minimap. Wo? Ach da. Ja, dann gehen wir hier. Läuft hier nicht richtig, ja. Oh, da ist ein Hügel. Ein Hügel eingezeichnet. Das ist die Höhle, wo wir rein sind. Verdammt. Magie. Ein Ort der Macht. Schon wieder derselbe.
Geh nochmal hin, finden wir noch einen Zivilpunkt. Also, welche Quests haben wir denn jetzt hier? Herrin des Waldes haben wir hier. Das ist es, ja. Das, was wir gerade suchen. Naja, löse das Problem. Besiege den Werwolf. Ja, ja. Das ist noch eine andere Geschichte. Ist das hier nicht der Kunde da? Ja, kann sein. Lauf mal hin. Das ist auch so ein Steinkreis. Da machen ja, aber sie meint die Hügelgrab. Ja, ich weiß, was ist ich denn, wie ein Hügelgrab auf Karten dargestellt wird? Aber so Steinkreise sind ja so Druidenzeug. Ja. Bewachter Schatz. Das ist ein Totenkopf. Nee, das ist bewacht. So gespeicherter... Oh, jetzt wird's so heiß. Ja, die Katze läuft wieder. Die Nachtsichtgerät. Aber den schaffen wir nicht. Ja. Hell. Was haben wir da für ein Tier? Das ist so ein Wyvern, oder? Nee, das ist ein Triaken. Ja, so ein Krebsding, ne? Gut, die bekämen ja auch tot. Ja, aber... Wo soll dieses Grab sein? Ich weiß es nicht. Nicht weit, sagte sie ja. Wie weit ist nicht weit? Ja, 150 Schritte sind schon... Sind weit, meinst du? Ja, ich glaube schon. Gut, das wird ja auch irgendwie erkenntlich gemacht sein, oder? Oder erkennbar vielmehr. Dass es sich da um ein Grab handelt. Da war irgendwie sieht was. Sieht nach Regen aus. Zeug. Also wieder dunkel. So, gehen wir mal auf diesen Hügel hier. Da sind wir ja am höchsten Punkt. Ups. Und gehen dann vom Hügel aus ja, Richtung. Ja, genau. Mit den Hexersinnen aktiv. Was ist das denn? Eine Pflanze, die nicht richtig gespawnt ist. Interessant. Ja, vielleicht fliegt die ja von Natur aus. Ja. Ja, du akzeptierst die Pflanzen mit kleinen Gasbehältnissen in den Blättern, damit sie fliegen. Genauso wie manche Wasserpflanzen so Luftkammern haben. Genau. Ja, es ist so theoretisch möglich. Ich glaube, das Grab ist schon hier beim Baum. Ja gut, ne? Das ist ja auch... Aus. Weißt du, wenn sie hier bestattet ist, dann macht es ja auch Sinn, dass da ihr Herz ist und so. Ja, ja, vor allem ist da so ein Kreis eingezeichnet. Ja, der kommt. Okay, geh mal. Warte. Das sind abgebrochene Bäume, ne? Das ist kein Grab in dem Sinne. Nee, ich glaube, die Hexersinne würden das auch anzeigen. So. Geh nochmal nach oben, bitte. Jetzt nach rechts. Oh, ein Wehklagen höre ich auf dem linken Ohr. Ich dachte halt eben, als wir die Katze noch hatten, sahen diese ausgedingsten Bäume, diese abgebrochenen, aus wie so Markierungen für Gräber. Zum Beispiel. Schade. Naja. Vielleicht gehen wir in der nächsten Folge daran mit einem frischen Kopf. Ah, da geh nochmal nach links. Das muss doch hier sein, sonst wäre das ja nicht so in so einem Kreis. Vielleicht ist es auch unten drin. Da ist auch irgendwas. Achso, ne, das ist der Ort der Macht, oder? Ja. So, vielleicht können wir ja von hier oben cool runter. Runterkleiten. Denk dran, dass es enorm falsch hat. Das muss ein Ort der Macht sein. Oh Gott, jetzt hängen wir fest. Ah, wir sind ja hier hochgekommen. Und dann wieder runter. So, da war nur dieses Kind. Also vielleicht laufen wir einfach mal hier in den Westen. So noch westlicher. Ja, aber guck mal, das ist ja so ein Kreis extra. Ja, jetzt verlässt du dich wieder sehr darauf, dass das Spiel dir sagt, wo es ist. Ja, sonst wäre er ja nicht da. Ja, aber sie sagt im Westen. Ja, so, nicht in meiner Höhle. Das stimmt. Das ist nämlich Unsinn, da in der Höhle zu suchen. Wir gehen jetzt einfach diesen Weg hier, der aus von dieser Höhle führt. Nimm vielleicht nochmal eine Katze. Es wird da arg dunkel hier.
Ja, wir benutzen ihn und die Hexer sind ja, wir fliegen ja quasi blind. Hm. So, und da hinten sieht's doch groß aus. Oh. Igni-Zeichen ist auch verstärkt, vielleicht brennt das die jetzt so instant nieder. Gut, wenn man den Schaden, der an allen verursacht wurde, zusammenzählt, dann war es einer. Haha, trifft nicht. Was jetzt, du Stück Dreck? Zack. Also, und ich glaube, wir haben auch das Grab gefunden. Meinst du? Denn der hat irgendwas so geklinzt, ne? Mhm. Oh, eine Monster-Ohr, und überhören die Herren des Waldes uns. Hm. Eben hat doch hier noch was gefunkelt. Hä? Triagen. Hm. Komisch. So, dann gehen wir mal in der nächsten Folge da hoch, denn das ist ein Hügel im Westen des Grabes. Es ist schon sehr weit. Naja, was ist denn hier? Ja. Ist ja nicht sehr weit. Naja, ich denke, wir gucken dann in der nächsten Folge einfach mal vorbei. Banditenlager, das machen wir irgendwann auch noch kaputt. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und hoffentlich finden wir das Grab. Bis dahin.